Das letzte Spiel des Jahres für beide Mannschaften. Trainer Urgestein Ingo Kalisch will mit seinen Optikern Energie Cottbus ärgern. Im Landespokal hatte er es schon fast geschafft. Erst in der Verlängerung musste sich sein Team 3:4 geschlagen geben. Die gibt es heute nicht. Es geht um 3 Punkte. Energie will oben dranbleiben. Rathenow im Abstiegskampf weitere Punkte sammeln. Bei Cottbus ist die Personalsituation noch angespannter als gegen den BFC. Ponischer fehlt mit der 5. gelben Karte. Zuckerpackes muss krankheitsbedingt passen. Auf der Bank sitzen mit Harz, Böhmert und Wagner 3 U19-Spieler neben Ersatzkeeper Brinkmann. Trotzdem ist die Marschrichtung der ersten Minuten deutlich. Jonas Hofmann schippt hier einen Freistoß ins Zentrum zum völlig freistehenden Jonas Hildebrand. FSV-Keeper Hiemann hat das Nachsehen. Es steht 0:1. Durch die Beine ins Tor, aber da kann der Optiker nichts machen. Seine Vorderleute hatten Hildebrand anscheinend nicht auf der Rechnung. Der macht die Führung für Cottbus nach 11 Minuten. 3 Minuten später auch die Hausherren mit einem Standard. Die Ecke kommt halb hoch rein. Benjamin Wilke verlängert. Hasse ist da und haut die Kugel vom Tor weg. 4 geht über Standards in der Anfangsphase. 19. Minute, Ecke, Energie. Borgmann zieht sie hoch aufs Tor. Da taucht Engelhardt nicht ab, sondern auf und erzielt das 2:0. Optikstürmer Januario hat da keine Chance, die Wucht des Cottbusers aufzuhalten. Nachdem Cottbus zu Beginn der Saison noch nicht mit Standardtoren glänzen konnte, sieht das mittlerweile anders aus. Ecken und Freistöße sind zu einer weiteren Waffe in der eh schon flexiblen Offensive geworden. 5. Treffer im 5. Spiel für Engelhardt. Das Spiel beruhigt sich nach der 2:0-Führung merklich, ohne dass Rathenow zu großen Möglichkeiten kommt. Erneut ein Freistoß muss für die nächste Möglichkeit herhalten. Hoch und weit geht es in Richtung Strafraum, abgewehrt. Aber Nikola Köhler bringt den 2. Ball zu Jonathan Muyomo, der da links völlig frei steht und noch zum Schuss kommt. Stahl taucht ab und hat den Schuss sicher. Die Halbzeit naht, da taucht Cottbus nochmal gefährlich vor dem Tor auf. Erlbeck auf Hasse, der es schnell macht. Schulz in der Mitte, da verhindert Engelhardt vermutlich den 3. Treffer selbst. Pause im Stadion Vogelsang vor 450 Zuschauern, etwa die Hälfte davon Anhänger des Gästeteams. Die machten hier auch ordentlich Stimmung. Klar, ihre Mannschaft führt und steht bei einem Sieg in der Tabelle wieder auf dem 2. Platz. Kalisch wechselt in der Pause gleich 3-mal. Gildenberg, Sedovic und Wilke bleiben draußen. Kröger, Pistol und Leroy kommen rein. Letzterer übernimmt auch die Kapitänsbinde. Wie schon in Luckenwalde galt es für Energie, nun den Anfangsdruck der Hausherren standzuhalten, um das Spiel nicht mehr zu gefährden. Das klappt bis zur 56. Minute gut. Langer Ball in den Lauf von Muyomo, der aus Spitzenwinkel abzieht. Stahl kann nur klatschen lassen. Borgmann ist aber da und klärt die Situation. Im Gegenzug spielt sich Cottbus rechts durch die Optiker durch. Hofmann kann flanken und findet Schulz in der Mitte. Hiemann hat den Ball aber im Nachfassen. Viel Schwung kann Rathenow in der 2. Hälfte nicht erzeugen. Krüger geht im Zweikampf mit Geisler mit Volldampf und den Beinen voraus in ihn rein. Er sieht dafür gelb. Seine Geste in Richtung Trainerbank bleibt unaufgelöst. Das Spiel neigt sich dem Ende zu, aber die Luft bei Energie ist noch nicht raus. Schulz setzt sich rechts durch, scharf nach innen gespielt, wo Geisler kommt und fällt. Sein Blick geht in Richtung Schiedsrichter, doch Markovs Pfeife bleibt stumm. Johannes Pistol schubst den Cottbusser eindeutig. Das kann man auch pfeifen. Spielentscheidend war die Szene nicht mehr. Energie Cottbus bringt das 2:0 aus der ersten Halbzeit ungefährdet über die Weihnachtsziellinie. 22 Spieltage sind absolviert und mit 45 Punkten ist Energie nun wieder Verfolger Nummer 1 für den BFC Dynamo. Wollitz zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams und dem Jahr zufrieden. Wir haben 45 Punkte und heute kaum etwas zugelassen. Da überwiegt die Zufriedenheit. Optik Rathenow verharrt auf Platz 18 mit einem Punkt Rückstand auf den 17. Eilenburg.